Ein irakischer Pass made in Unterhaching. Unterfränkische Hubschrauber fliegen rund um den Globus hoch hinaus. Oberpfälzische Innenausbauten, die weltweit zu Hause sind. Münchner Landkarten, die auf allen Kontinenten für Orientierung sorgen. Und romantische Hochzeiten im Allgäu für asiatische Paare. 5 Ideen aus Bayern, die die Welt erobern. Bayerns Wirtschaftsminister Martin Zeil zeichnete 5 bayerische Unternehmen mit dem Exportpreis aus. Die Gewinner haben eines gemeinsam. Sie sind allesamt kleine Betriebe mit einer genialen Exportstrategie. Für Bayern ein unverzichtbares Potenzial. Es gibt eben selbst in einer weltumfassenden Wirtschaftskrise Branchen und Bereiche, wenn man es richtig macht, wo jetzt auch expandiert wird. Und das macht uns allen miteinander Mut. Der Preis in der Kategorie Industrie ging an die Safe ID Solutions aus Unterhaching bei München. Die Firma bietet Lösungen zur Personenidentifizierung an und entwickelt zum Beispiel Maschinen, die sichere Reisedokumente herstellen. Im Bereich Handel wurde Vario-Helikopter Uli Streich aus Gräfendorf prämiert. Die Unterfranken sind mit über 90 Hubschraubermodellen Weltmarktführer. Im Onlineshop können Kunden in 8 Sprachen einkaufen. Die Firma Innenausbau Reisinger ist der Gewinner in der Kategorie Handwerk. Die Innenausbauten aus dem oberpfälzischen Reichenbach schmücken unter anderem den Bankettsaal des nigerianischen Staatspräsidenten. An Huber Kartografie hat die Jury den Preis in der Kategorie Dienstleistung vergeben. Wo vor 35 Jahren Karten aller Art noch von Hand gezeichnet wurden, geht heute nichts mehr ohne modernste Computerprogramme. Dieses Know-how überzeugt Abnehmer in der ganzen Welt. Demnächst wird der Münchner Dienstleister mit einem Lizenznehmer in China zusammenarbeiten. Und wir bleiben in Asien, denn dort sitzt der Großteil der Klientel von Rita Steiger, der Preisträgerin in der Kategorie Tourismus. Die Allgäuerin organisiert mit ihrem Royal Wedding Service Hochzeiten vor der romantischen Kulisse von Schloss Neuschwanstein. Vor allem für japanische und chinesische Brautpaare. Obwohl das Auslandsgeschäft gerade kleinere Betriebe vor große Herausforderungen stellt, schaffen die Gewinner den großen Sprung auf den Weltmarkt und haben somit Vorbildcharakter. Mit dem Preis wollen wir beispielhafte Lösungen prämieren, auszeichnen. Wir wollen deutlich machen, dass kleine, mittlere Unternehmen es schaffen, mit viel Fantasie, mit hoher Professionalität in ausländischen Märkten erfolgreich zu sein. Und damit sollen sie ein Beispiel für andere geben, die vielleicht noch zögern, die etwas ängstlich sind, Sorgen haben, wie wird das Ganze denn einmal werden. Der Exportpreis Bayern wurde 2009 zum 3. Mal verliehen. Der Wettbewerb wird veranstaltet vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, von den Bayerischen Industrie- und Handelskammern sowie von den Handwerkskammern in Bayern zusammen mit Bayern International.